Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Thorsten an. Dieser hat über Billyboy geschrieben, welchen er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute kommt der zweite Kandidat Billyboy, nachdem ich letztens schon hier über Durex geschrieben habe. Die Struktur wird gleich sein, das heißt, es gibt erst ein paar Informationen zum Unternehmen, zum Sortiment und ein kurzes Fazit, in welchem ich noch kurz meine Erfahrungen mit Billyboy verpacke. Die Idee eines bunten und frechen Kondoms gab es schon lange. Die einzige Hürde, die es zu überwinden galt, war das Design der Verpackung. Die heutige schwarze Verpackung mit dem typisch bunten Billyboy stand zunächst gar nicht in der engeren Auswahl und wurde nur ausgewählt, weil die Verbraucher so entschieden haben. Unter der MAPA GmbH gingen dann die Billyboy-Kondome in Produktion um 1990. 2000 feiert die Marke 10-jähriges Bestehen und blickt zurück auf provokante Kampagnen und viele weitere Erfolge. Ab 2004 dürfen weitere Produkte in das Sortiment einziehen, wie Gleitgel und speziellere Verhütungsmittel. Ab 2010 sind Billyboy-Produkte zu 100% made in Germany. Billyboy hat über die Jahre viele unterschiedliche Sorten an Kondomen herausgebracht, die ich kurz beschreiben werde. Perlgenoppt. So nennt sich eine Art von Verhütungsmittel, die mit vielen Perlnoppen versehen ist. Die Perlnoppen, die sich in der Mitte des Kondoms befinden, sollen vor allem ein Vergnügen für die Frauen darstellen, da es bei ihr zu einer intensiveren Stimulation kommt. Berry Berry. Berry Berry sind aromatisierte Kondome mit White Berry Aroma und Erdbeeraroma. White Comfort. Diese Reihe zeichnet sich durch eine glatte und kontinuierte Form aus, die dem Mann mehr Freiraum und ein natürliches Gefühl verschafft. Länger Leben. In diesen Kondomen wurde ein Ring eingearbeitet, der für einen sehr festen, sicheren Sitz sorgt. Es gibt die bunte Vielfalt, wo die Kondome aromatisiert und eben bunt sind, und es gibt verschiedene Zusammenstellungen mit Kondomen. Aus dem ganzen Sortiment, manche sind extra feucht, andere sind extra sicher und wieder andere haben ein stylisches Aussehen, weil sie in einem matten Schwarz gehalten sind. Natürlich gibt es auch Kondome in extra groß. Gleitgele. Wenn man Billyboy-Kondome verwendet, wird dazu angeraten, ein passendes Gleitgel zu verwenden. Man sollte auf jeden Fall auf Öl- und fetthaltige Produkte wie Massageöl, Körperlotion oder Babyöl verzichten, da diese das Material angreifen können und das Kondom somit an Reißfestigkeit verliert. Das White Gleitgel eignet sich im Gegensatz zum anderen auch als Massagegel. Sexspielzeuge. Vom Billyboy gibt es drei Vibratoren, Mini, Smart und Deluxe. Wer nicht weiß, was man unter Loveboy versteht, hier einmal die Beschreibung der Homepage. Die Billyboy Loveboys trainieren den Beckenboden und machen aus jeder Frau eine Orgasmusgöttin. Die heißen Wunderkugeln zum Anführen können die Orgasmusfähigkeit unterstützen und sorgen so für mehr Spaß beim Sex. Herstellung und Qualität. Das verwendete Latex wird in Deutschland angerührt und zum Kondom weiterverarbeitet. Nach der abschließenden Puderung kommt jedes Kondom einzeln in die elektronische Überprüfung, wo Defekte festgestellt werden können. Zudem werden mehrmals Stichproben entnommen zur Qualitätssicherung. Die Entwicklung der Produkte und die Herstellung wird in Deutschland vorgenommen und strengen Kriterien eben 100% made in Germany. Wie auch bei Durex möchte ich den Bericht mit einer persönlichen Note beenden. Billyboy Kondome verknüpfe ich vor allem mit meiner Anfangszeit und meiner Sturm- und Drangphase. Damals hatte ich gefühlt jeder in meinem Freundeskreis die schwarze Verpackung irgendwo in seinem Zimmer versteckt und ich bin einfach auf den Zug aufgesprungen. Da ich wusste, dass ich über Billyboy schreiben wollte, habe ich mir wieder ein paar zugelegt, um meine Erinnerung aufzufrischen. Was kann man groß zu Kondomen sagen? Sie haben gehalten und waren nicht störend. Die mit Perlnoppen kamen bei meiner Freundin besonders gut an. Der Style-Faktor bei den schwarzen Kondomen ist auch nicht zu übersehen, denn sie haben sofort etwas Edles, aber ganz ehrlich, das sieht man vielleicht in den ersten paar Sekunden und dann hat man eh andere Gedanken, hoffentlich. Auch hier möchte ich nochmal den Tipp geben, dass die Kondome im Internet günstiger sind und man hier auch eine größere Stückzahl kaufen kann. Billyboy hat einen eigenen Online-Shop, wo man das komplette Sortiment shoppen kann, wo es außerdem noch häufig Aktionen gibt, wie +3 Kondome geschenkt. Warum ich dennoch häufiger zu Durex greife, kann ich mir selbst nicht erklären, denn letztendlich habe ich keinen Unterschied bemerkt. Auch preislich gesehen liegen die zwei Marken ziemlich nah beieinander, wobei man bemerken muss, dass die Latex-Fallen deutlich günstiger bei Durex sind. Es ist wohl alles eine Frage des eigenen Geschmacks. Qualitativ gesehen bin ich bisher mit Billyboy immer zufrieden gewesen. Mir ist nie ein Kondom gerissen, die Verpackungen waren immer intakt und es hat immer ordentlich Spaß gemacht. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar.
Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.